Ja, das hat man überall sein müssen. Wir müssen heute mal wieder aufbrechen auf einen Roadtrip. Es ist jetzt kurz nach 3 am Samstag in der Früh und es geht heute auf mit dem TCR nach Obermehler auf den KW Praxisfahrerlehrgang Praxisseminar. Auf den KW Praxisfahrerlehrgang, der für uns heute dazu da ist, dass wir den TCR mal richtig abstimmen. Ja. So, wir gehen jetzt ins Auto. Jetzt dritt, Mattel, Robert und ich und dann geht's steil dahin. 3, 2, 1, los! Ja, ich bin heute mein Busfahrer. Normalerweise ist das der Robert, aber nicht, weil seine Autos so hoch sind, sondern weil er California fährt, aus Überzeugung, seinen schwarzen. Ja, es ist kurz nach 3 in der Früh, an am Samstag, wir sind unterwegs in die Mitte Deutschlands, nach Obermehler. Das ist ADW, oder? Warst du da schon mal? Nein, ich habe noch gesehen, dass ich tatsächlich echt Mitte Deutschland, wenn's da Fadenkreuz machst, dann ist das echt wirklich Mitte. Das ist ADW, Ostdeutschland. Nein, ADW. Ah, ja, also ist bei uns schon nicht viel los, aber da ist noch weniger los. Außer einmal im Jahr, da ist BMW-Syndikat. Das habe ich auch nicht gewusst, bis ich mal gesagt habe, ich fahre hier und die BMW-Fahrer haben alle total steil gegangen. Ja, so, was machen wir jetzt da in Obermehler? Wir haben den TCR Huckepack, sieht man jetzt leider nicht, weil es ist ja ein Stück dunkel. Aber wir haben ihn dabei, weil wir zum KW Fahrer Praxisseminar fahren. Jetzt brutal, oder? Ja. Und es ist, glaube ich, nichts besser als das, dass wir den TCR vom Robert mal endlich richtig einstellen. Was Fahrwerk angeht, da haben noch zwei, drei Spezialisten mit dabei, zwei, drei Rennfahrer, die dann einmal mit dem Auto fahren können, wenn wir das wollen. Und schauen wir mal. Also wir stellen es jetzt mal richtig ein und der Robert darf jetzt das erste Mal vielleicht mal sein Auto so fahren, dass das Ding mit den 285er Schnuffen einfach mal Vollgas in nur alle 4 Minuten rutscht. Also man muss schon sagen, also der fährt sich schon gescheit, aber scheißt dich halt einfach irgendwann einmal hoch, weiß nicht, weißt so, ist das alles so normal oder wenn du so kein Referenzding hast, ist das schwierig. Wenn der einer sagt, bei so, naja, bei 220 das ist normal, dass das alles so richtig brutal sich hochgelangt, dann wird es schon so sein. Ja, mei, es ist halt einfach so, gell, das Auto hat eine brutal weite Spur. Wir haben die Woche mal einen R8 gehabt bei uns und haben den gemessen und der ist schon mehr als der TCR. Dieser R8? Ja, es ist ein R8, aber es ist halt einfach ein Supersportauto. Ja. Man darf halt einfach auch nicht unterschätzen, dass so ein 285er Reifen rund um das Dom schon gescheit viel Fläche bietet, dass das Ding einfach auf der Straße biegt wie Hölle. Also, wenn ich mich erinnere, ich bin ja auf unserem TCR Video, Abschlussvideo, bin ja jedes Auto gefahren die meiste Zeit. Und dann haben wir ja die eine Kehre gehabt am Rossfeld und am Anfang bin ich die gefahren. Dann hat das ESP aufgeleicht, aber das Auto hat einfach noch nichts gemacht. Also nicht einmal ansatzweise. Weil einfach die G-Kräfte für den Golf, für das Golf ESP erreicht waren. Die haben gesagt, das Auto kann einfach nicht schnell um die Kurven fahren. Das ist nicht möglich. Ich aktiviere jetzt den Notruf. Wenn das ESP nochmal eingreift, aktiviere ich den Notruf. Genau das. Und, ja, dann habe ich mal ausgeschaltet und ich habe dann wirklich, ich habe so viel Schwung genommen. Ich bin den Tag ja davor mit meinem TT gefahren und der Fahrer jetzt auch nicht so schlecht. Gell? Und da ist das Fahrwerk abgestimmt und alles. Und da bin ich nicht so schnell um die Kurven gefahren mit deinem Auto. Und ich habe zum Schluss schon selber, wie du schon sagst, wenn man nicht weiß, wo das Limit ist von dem Auto, das fühlt sich dann ein bisschen strange an. Ich habe mich schon eingespreizt gehabt, weil da hast du keine Sitz drin. Da hast du noch die originalen Golfsitze drin. Da bin ich eingespritzt gewesen, das Lenkrad festgehalten und bin einfach mal rein in die Kurve, was gegangen ist. Das ist immer noch gerade geblieben, das Auto. Das merkst du ja als Luft. Ja, genau. Also es ist auf jeden Fall noch Luft nach oben gewesen.
und an dem Wochenende werden wir jetzt hoffentlich mal das Limit mit dem Auto kennenlernen. Weil wenn man das nicht weiß, ist das schwierig zum Einschätzen oder zum Fahren überhaupt. Ja, zum, ja. Gerne mal gemacht. Gerne mal gemacht. So schaut's aus. Und wir nehmen euch halt einfach mit auf unseren 700 Kilometer Trip und sagen euch, wo es alles abläuft. Und vielleicht sehen wir ja mal Pirouetten vor dem TCR. Es gibt ja auch noch eine Nassfläche. Eine Nassfläche. Slippy. Slippy. Da hat es mich mit dem TT letztes Mal, vor 2 Jahren war ich da schon, so eingedreht, dass ich gedacht habe, ich schmeiße ihn. Ja, also nicht umsonst haben wir Helme dabei. Okay. Gut, das war's von dieser Stelle. Wir machen jetzt mal wieder unser romantisches Licht aus und sehen uns vielleicht dann zum Sonnenaufgang so in 2 Stunden. Ade. Ade. Apologies, my baby. I tell you, dog, 'cause I'm feeling so good. Was machst du da? Von deinem eigenen Auto. Ach so, ja. Meinst du, dass wir viel Sprit brauchen? Nein. Eklo. Ja, wir sind jetzt um 7 schon doch relativ weit gekommen. Ja, sind wir froh. Es ist das erste Wochenende wieder mit Reiseverkehr, Rückreiseverkehr wegen der Sommerferien in allen möglichen Bundesländern. Und ja, wir haben das Glück, dass wir so früh losgefahren haben, dass quasi die ganzen Urlauber gar nicht wirklich uns hinterherkommen. Und das ist unser Chauffeur von heute. Der Mattl. Der darf das erste Mal mit auf sowas. Ja, kaum ist er 18, schon muss er gescheite Autos fahren. Da freut er sich. So, wir sprudeln jetzt und dann geht's weiter nach Obermehla. 2 Stunden haben sie noch. Das ist jetzt ziemlich, also wir haben wahrscheinlich die allerersten. Aber ist wurscht. Hauptsache wir haben da. Weiten Welten des Ostens. Das ist unglaublich. Das muss doch als Mopedfahrer muss doch da herum langweilig sein, oder? Also bis auf das Stück, wo wir vorher waren. Ich glaube, das wird Spaß machen, ja. Aber da auf und runter. Da auf und runter. Da bist du ja nur unterwegs. Meinst du, dass er jetzt gar nicht ist? Bloß weil wir auf dem Flugplatz sind und ich vorher gesagt habe, es wird der Wind waren, bei 24 Grad. Ja, der wird sehr viel sein. Und da ist der lange Hosen, hat er gesagt. Ja, schau mal, wenn ich später schwitze und du dann frierst oder umdrehst, dann werden wir es schon sehen, wer recht gehabt hat. Dann schneiden wir deine Hosen ab. Oder nein, sind deine ohne. Wie kommt der 0,14? Was meinst du? Ein Hotpen. Mädel, erklär mal, was tust du jetzt da eigentlich? Und dann Setup, Arbeitsplatz Seite 1 ausfüllen. Setup, Arbeitsplatz Seite 1, Anlage 3.5. Gut, und warum tun wir das? Damit wir herausfinden können, was das beste Setup für das Fahrwerk oder für das Auto über. Setup von Windows 98 oder World of Warcraft oder was für ein Setup? Fahrwerk-Setup, also die Zug- und Druckstufen-Einstellungen. Also Fahrwerk als Ganzes. Gut. So, schauen wir mal, ob wir heute noch ein paar Driften sehen. Mädel schreibt fleißig weiter.
Schon. Und der nächste bitte. Ganz oft. Alles gut mit deinen Händen? Ja, ja. Schau, wie ich schwitze. Ey, Alter, das ist total wunderbar. Sehr schön. Oben geht's weiter. Los geht's. Mindestens 70. Ich hab gesagt, ich komm jetzt ins Rudern. Der hat keinen Linkeinschlag mehr gehabt. Ich bin am Anschlag gewesen und dann keine Chance. Ich bin sogar aufs Gas gegangen. Ja, ja. Aber dann war einfach das Gegenlenken aus.